Hi und willkommen zu einem weiteren Let's Play von Final Fantasy VII Rebirth. Letztes Mal, da sind wir ja endlich mal hier in Nibelheim angekommen und dann habe ich auch das ganze Story-Technische erstmal durchgezockt, wo wir dann halt nochmal zum Reaktor mussten, um eine Schlüsselkarte zu holen, damit wir in die Shinra-Villa können. Da habe ich dann auch zum ersten Mal, sind wir quasi Vincent begegnet. Das war eine ganze Weile eine ganz schöne Spielerei gewesen, weil in der Shinra-Villa selbst, da musste ich auch mit hier, ich kann immer den Namen nicht richtig aussprechen, Said, rumspielen. Das fand ich nicht ganz so geil, fühlte sich ein bisschen komisch an, vor allem wenn man mit denen kämpfen musste. So als Nebending ist es ganz nett, aber wenn man nur den steuert, das ist irgendwie ein bisschen blöde. Ja, das habe ich auch so weitestgehend noch alles abgeschlossen gehabt. Am Ende kam, muss ich so nochmal einen Kampf gegen diesen Lodge machen, der uns schon ein paar Mal begegnet ist. Ja, und dann war ich damit so weit durch und jetzt bin ich in der Stadt und kann jetzt in der Welt jetzt auch mal hier die ganzen Weltberichte machen und sowas. Und darum soll es sich hier heute auch mehr oder weniger drehen. Ich werde das einfach mal alles wohl abarbeiten, ein bisschen auf Erkundungstour gehen, mal gucken, was hier alles noch so ist. Ich glaube, hier in der Ecke konnte man dann auch noch rumkrauchen. Da muss ich mir gleich mal noch angucken. Ach, Aufträge habe ich ja auch noch. Ah. Also wohl noch mehr als genug Kram. Dies ist eine Sondermeldung. Oh, ja, mal schauen hier. Da hinten könnte man ja auch noch ein bisschen rumlatschen. Da möchte ich mal schnell noch vorbeiglotzen. Ich glaube, so groß ist die Ecke hier hinten eigentlich nicht, wenn ich mich nicht täusche. Genau hier, warte mal. Genau, und ich weiß jetzt nicht, was hier noch so alles ist. Ob hier überhaupt irgendwas hinführt. Ich weiß auch ehrlich gesagt ja auch nicht, wie groß die Ecke hier ist. Huch, was ist denn das für ein Gegner? Okay, ich weiß auch nicht. Obwohl, es sieht eigentlich schon so aus, als wäre es in ganz schöne Stücke. Oh, ob das hier noch weitergeht. Ob ich da eine Quest hinführt? Gute Frage. Aber ein Türmchen ist ja hier nicht. Ich warte noch. Ich werde jetzt erstmal als erstes hier, glaube ich, nach dem meisten Sinn, mir wohl Chocobo besorgen. War ja in Auftrag da, das weiß ich. Dann werde ich wohl erstmal das machen. Das macht wohl am meisten Sinn. Die Schwarzkutten sind heute nämlich unruhig. Dann brauche ich hier nicht die ganze Zeit immer nur rumlatschen. Wo ist das Anschlagbrett? Oh, hier, das sei mal her, ja. Jo, ich mach das Ding her. Das letzte Geheimnis der Chocobos, okay? Gut. Machen wir so. Wo soll denn das jetzt so sein? Kartenspiel muss ich auch noch. Ach, hier ganz unten. Okay. Na, mal schauen, wie ich da überhaupt hinkomme. Sieht ja irgendwie alles so ein bisschen verschlungen aus. Wow, Moment, jetzt habe ich ein bisschen Halskratzen. Entschuldigung. Muss ich da von hier aus irgendwie hin? Ja, keine Peilung. Ah, einfach mal lostrampeln. Ja. Kann man das Radio da nicht ausschalten? Ja, mal schauen, wie ich da jetzt am dümmsten hinkomme. Naja, auf dem Weg dahin kann man ja das ein oder andere Türmchen mitnehmen. Kitschi, weißt du Näheres darüber, was im Reaktor im Nibelgebirge passiert ist? Nicht besonders viel, nur dass es unbefugten Zutritt zum Reaktor gab. Daher sind Shinra-Truppen angerückt und es kam zu kämpferischen Auseinandersetzungen. Verstehe. Es war alles so geplant. Wie meinst du das? Sie wollten, dass man sie entdeckt und haben mit Absicht verloren. Alles andere würde keinen Sinn ergeben. Waren schließlich Ninja. Absichtlich verloren? Das ist doch absoluter Blödsinn. Wer stirbt schon gern freiwillig? Ich würde es tun. Ohne zu zögern. Ihr Ninja aus Butai fürchtet euch nicht mal vor dem Tod. Von wegen. Ich bin hier und ich mache das. Alles geben. Hey. Ziemlich schwach. Aus Wutai hätten absichtlich verloren. Okay. Sie das tun? So, jetzt unterhalten die sich hier ewig. Mensch. Zeigen, was Shinra für ein mieser, brutaler Scheißverein ist. Dieser Zwischenfall wird die Welt wachrütteln. Sie haben sich geopfert, um alle Gegner Shinras zu vereinen. Ja, genau so muss es sein.
Verstehe. Das leuchtet irgendwie ein. Hm. Und sag mal, kennst du eigentlich euren Gouverneur Saruf? Ach, da hinten ist schon Willow und Mockhaus. Ich werde irre. Habe ich ihn allerdings noch nie. Die meisten. Aber ich komme anscheinend ohne Chocobo ja nicht da hoch. Mensch, Jaffi, kannst du doch mal aufhören zu labern? Machst mich gerade jetzt irre. Also einfach darüber komme ich jetzt nicht, oder? Doch. Mensch, jetzt hat Jaffi hier ewig rumerzählt und eh nur eine Hälfte mitgekriegt. Na, das könnten bestimmt ja eigentlich später irgendwelche Quests sind. Protosubstanz, aber wisst ihr geil, was? Jetzt kam ich natürlich auf den Turm da nicht hoch. Schön. Da denkt man sich mal, kann ich mal kurz aktivieren und dann sowas? Ja, Eule. Lass mich doch in Ruhe. Ich versuche doch eigentlich bloß das hier in die versteckte Ecke. Oh, aber ich bin hier so ja richtig. Schön. Das Haus hier steht. Okay. Nanu, schaut. Billy, was machst du denn hier? Tja, ich habe im Gold Saucer an ein paar Rennen teilgenommen. Mit überschaubarem Erfolg leider. Darum will ich hier trainieren. Trainieren? Hier? Etwa nicht gewusst? Hier wohnt jemand, den in der Chocobo-Szene wirklich jeder kennt. Der legendäre Chocobo-Weise. Hat da jemand nach mir gerufen? Alles in Ordnung, Meister? Ich dachte schon, es wäre aus mit mir. Hä? Ja, aber was seid ihr eigentlich für Vögel? Sucht ihr was Bestimmtes? Das ist Cloud. Er ist der offizielle Jockey für Bills Farm. So, so. Na, das trifft sich bestens. Dann kannst du dich nämlich gleich mal hier nützlich machen. Die Sache ist die, es gibt da ein ganz besonderes Rennen namens Gold Cup. Damit ich dort teilnehmen kann, weiht mich der Meister in die Geheimnisse der Chocobo-Aufzucht ein. Siehst du? Also, der verarscht den doch. Von wegen Training. Der will den hier doch nur umsonst schuften lassen. Oder etwa nicht? Was? Ich wusste es. Cloud kennt sich halt aus. Der Weise hat die Grundlagen der Chocobo-Aufzucht geschaffen. So gut wie alle modernen Chocobo-Arten sind Erfolg seiner Aufzuchttechniken. Was wird da rumgetuschelt? Hä? Nicht quatschen, arbeiten. Verzeihung. Nun denn, ich hätte da gleich einen Job für dich. Einer meiner Vögel ist mir nämlich entlaufen. Und du wirst ihn mir zurückbringen. Wieso sollte ich? Die Gute heißt Selena. Ein Meereschokobo mit einer Vorliebe fürs Wellenreiten. Und mit einem Temperament ausgestattet, dass selbst ich meine liebe Mühe habe, sie zu zügeln. Könntest du das übernehmen, Claude? Du würdest mir einen riesigen Gefallen damit tun. Für dich ist das doch ein Kinderspiel, stimmt's? Yay. Aber Meeresschokobo, okay. Die haben echt sehr viele unterschiedliche Arten. Ich weiß ja nicht. Nein, ach, den gibt's ja später eigentlich noch. Ja gut, das Fliegende, eigentlich hat man ja schon eins. Beim Originalen hast du das ja immer auf der Oberweltkarte, dass du die Viecher ja benutzt, um gut reisen zu können. Aber die haben ja hier auch schon so viele unterschiedliche Arten eingebaut. Materialismus. Gut, also besorgen wir uns jetzt ein Meeres-Chocobo. Mal gucken, kann ich mir eigentlich schon neue Ausrüstung kaufen? Die brauche ich auch alles immer für die Rennen. Am Anfang war es nur Deko, aber seitdem wir in der goldenen Saucer war. Okay, kann ich noch nicht. Aber selbst ja, diese Sachen ja auch eine Bedeutung. Weil damit kannst du für die Rennen deine Chocobos ein bisschen, sag ich mal, tunen, wie bei Fahrzeugen. Ich kann so hochnäsige Großkatze echt nicht aufstehen. Immer nur rumkommandieren und nie selbst den Finger krümmen. Und wenn man mal was sagt, stimmt man
eh bloß auf taube Ohren. Und der Liebling. Von wem sprichst du? Ach, das ist da hinten. Ah, gut, okay. Von meinem Vater. Das ist überhaupt nicht zum Lachen. Oh, sorry. Irgendwas stimmt hier heute nicht. Mich kratzt die ganze Zeit schon im Hals. Ach Mensch. Ich bin doch nicht so auf den Keks. Oh, ich werde eh wahrscheinlich erstmal einen Schokobo brauchen. Aber wenn ich hier einen ganzen Flugturm hier schon wohl alle sehe. Ah, ein Fisch. Ja, jetzt lass mich doch in Ruhe. Komm schon. Wie schmeckt dir das? Stirb. Nimm das. Das ist Arbeit. Und naja, zum Glück sind die Gegner hier nicht ganz so heftig. Die kann man schnell mal wegklatschen. Oh, jetzt zähl mich doch nicht auf den Keks. Oh, muss ich. Ach, da muss ich jetzt wohl noch so eine blöde Anschlägeaktion schieben, ja. Oh, da ist ein Türmchen. Das können wir noch kurz ignorieren. Rennt mir nicht weg. Na, lass mich raten, ich muss bestimmt hoch. Oder? Bisschen blöd erkennbar hier. Ja, aber ich muss hoch, verdammt. Wenn ich sowieso hoch muss, ne, dann kann ich auch den Turm kurz mitnehmen. Hier, Wölfe. Aufgezeichnet. Rechts überstürzt. Jetzt hab ich hier das Sagen. Genau so. Stirb. Unten bleiben, Abschaum. Hey. Lass mich mal. Na? Das war's. Ziemlich schwach. Und tschüss. Das war's dann. Na, hier doch. Oh, schön. Ressourcen. Oh, da muss ich einfach noch mal wieder reingucken. Oh, also diese Uhus hier. Kennen ihn aber auch im Zeit. Oh, Mogri bin da hin. Nee, doch nicht. Aber eine Phönixfeder. Nice. Ja, das ist so. Auf Dauer ist das auch hier mit den ganzen Türmen mal abgrasen, aber auch nicht so sonderlich spannend. Das hätten sie ein bisschen anders gestalten können, meiner Meinung nach. Na komm, Cloud. Alles schon mal schnell aussehen. Diet. Und auch hier will er so viele zum Abgrasen. Cloud. In der Nähe der Schwarzkutten habe ich schwache protosubstanzielle Signale geortet. Wie kann das sein? Ich kann es mir auch nicht erklären. Deswegen... Möchtest du, dass wir es herausfinden? Du bist schnell von Begriff. Die Schwarzkutten legen zwischendurch immer wieder Pausen ein, bewegen sich aber unbeirrt auf ein gewisses Ziel zu. Ihr habt sicher viel zu tun. Aber vielleicht könntet ihr der Sache einmal nachgehen. Ja, später. Ich hoffe, die werden mich jetzt bei der Protosubstanz nicht wuller mit irgendeinem Minispiel nerven. Schön, so. Chocobo.
Mal gucken hier, dass nicht zu sehr vom Weg abkommen, Mensch. Oh, das müsste der. Da lang. Schön den Loot alles mitnehmen. Da ist er. Der Lockruf des Chocobos. Oh, nu? Oh, das könnte der Vogel vom Alten sein, nicht? Hieß Selena, oder? Ja, und hat angeblich ziemlich Feuer. Ja, muss ich jetzt jedes Mal von so einem Ding... Hä? Okay, wie lenke ich die jetzt ab? Was zum... Okay, es wird größer, kleiner. Wie komme ich jetzt hier vorbei? Soll ich hier überhaupt vorbei? Wo muss ich hier hoch? Es ist jetzt schon ein bisschen irritierend. Ist Schokobo-Futter eingenommen? Okay, muss ich die jetzt erstmal alle füttern oder was? Ja, warte, ich mach mal das ganze Zeug her. Okay, so richtig geschnallt habe ich es jetzt noch nicht. Muss ich da jetzt zu jedem immer hin und muss ich denen dem Essen geben oder wie oder was? Werfen? Okay. Niemand hat Interesse? Alles klar, die haben mich gesehen. Ich weiß jetzt nicht mehr so richtig, was los war. Okay, das war jetzt bescheuert. Ich hatte aber auch keine Steine, um die abzulenken. Und lass mich raten, ich muss das Futter erneut holen, oder? Oder muss ich das hier von hier oben werfen? Dass ich das Vieh hier mit dem Futter bis dahin locken muss? Gute Frage. Mal probieren. Hier, holst du. Nee, juckt nicht. Ah, da muss ich doch bis zum Eingang locken, okay? Wie groß muss der Abstand jetzt hier jedes Mal sein? Okay, bist du verwirrt? Okay, es hat die jetzt nicht gejuckt, das. Hey. Das rennt noch nicht weg. Oh,
Oh, das mit den Ballons ist aber auch dämlich. Jetzt komm, beeile dich, bevor das Zauberer. Okay, das wird ja nervig. Genau, stell dich erstmal dahin. Jetzt muss ich die da durchloten, oder? Das ist doch kacke. Ach, die nimmt doch Schaden, sehe ich da gerade erstmal. Ja, nun. Wie kriege ich jetzt hier, dass die da weggehen? Das ist ja nervig. Ja, nu? Okay. Komm, die da vorne müssen jetzt schneller. Lauf, bevor die groß werden. Ist das dämlich? Na, jetzt bin ich auch noch, kann die da anständig durchlaufen? Ich erkenne das ja von hier aus so schlecht. Ach, nur da hinschmeißen? Nein. Was denn jetzt? Wieso geflüchtet? Oh nein, ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Das war scheiße. Ugh. Ja, Kontrollpunkt. Okay, da war sie da. Gut. Wesentlich ganz so weit. Ugh. Das sind so eine Minispiele, wo ich mir immer denke, nein, warum? Na scheiße, hätte gleich weiterschmeißen müssen. Na komm, die Großen da, geht weg. Din. Schon nervig. Stell ich das wieder in Position und dann hoffen, dass hier mal alle. Oh nein. Cloud werft doch besser. Ihr muss dahin. Komm. Oh, jetzt ist es. Mann! Doofes Vieh. Könntest du nicht 3 Meter weiterlaufen? Toll. Ich hätte schon durch haben können. Das ist was für mich auch, weil es ist auch so unspannend. So, jetzt musst du wohl warten, bis die Kacke da weggeht. Wenn die Warterei wesentlich wäre. Los, kommen die hier vorne noch weg. Oh, ja, weg. Da, komm. Ja, dann kannst du ruhig mal einen Zahn zulehnen.
muss ich es denn eigentlich hinlocken? Achso, jetzt kann ich mich anschleichen. Das. Funktioniert das von hier aus so? Oh, sieht das Vieh mich. Ich habe jetzt keine Lust, das hier als Zähmer zu machen. Dün, dün, dün. Eigentlich müsste die Ente schon voll fressen sind, also bleib stehen. Na jedoch. Fein. Cloud hat das Kunststück tatsächlich vollbracht. Es war beileibe nicht einfach, aber der stürmische Chocobo ist gefangen. Seine Ehre ist hiermit gerettet. Hurra! Ja, okay, die können wir mehr. Fertigkeiten, was? Coco Jet? Behende auf dem Wasser fortbewegen, okay. Ach, der kann sich denn hochkatapultieren, aha. Dün, 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 dün. Spring noch, Kollege. Oh, zum Alten. Oh, Coco Jet. Oh, gucken, wie funktioniert das? Okay. Macht er das so lange wie möglich? Okay, cool. Aber wozu sind denn dann die Propeller in der Luft? Bringt ja eh nichts. Oh, noch kleinen und Hasenstick mitnehmen. Din, 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 din. So, Abi, hier, ich hab deine Döns. Diesen Vogel zu fangen, hätte nicht jeder vollbracht. Fast möchte man wagen zu behaupten, du stündest auf einer Stufe mit... Ah, wie hießen sie denn auch gleich? Ihre Namen wollen mir einfach nicht einfallen. Ach, da wird man ja ganz verrückt. Ah, jetzt hab ich's. Sam und Will. Wie? Die besten Schüler, die ich jemals hatte. Und ich muss sagen, du scheinst tatsächlich das Zeug zu haben, eines Tages in ihre Fußstapfen treten zu können. Meister, erzählt mir mehr. Was wisst ihr noch über diesen Sam? Hey, hey, immer sachte. Bei diesem Sam, der euer Schüler war, handelt es sich dabei um Chocobo Sam aus Midgar? Glaub schon. Warum? Ich habe eine besondere Verbindung zu ihm. Ich bin nämlich der Sohn von Will. Was du nicht sagst. Ja, ja. Sam und Will. Die beiden waren regelrecht vernarrt in Chocobos und haben gelernt wie verrückt. Bessere Schüler kann man sich nicht wünschen. Aber das kann doch gar nicht sein. Dieser Sam ist ein Monster. Er hat meine Eltern auf dem Gewissen. Er hat sie in die Spielsucht getrieben. In Schulden aufgelastet. Bis sie... Das klingt aber nicht nach ihm. Bist du dir sicher, dass wir hier von demselben Sam sprechen? Es gibt nur einen Sam im Chocobo-Gewerbe. Darum will ich beim Gold Cup dabei sein, um ihm eine ordentliche Lektion zu erteilen. Ich werde die Ehre meiner Eltern wiederherstellen. Komme, was wolle. Na, das ist ja alles schön und gut, aber... Meister! Bist du nicht eigentlich hergekommen, um mehr über Chocobos zu lernen? War es nicht so? Na... Cloud,
Als nächstes wirst du mir das Chocobo-Gras besorgen, das über Seen und dem Meer wächst. Dabei kannst du nämlich prima das Reiten auf Selena üben. Hey, das ist doch wieder so ein schmieriger Trick, um uns Arbeit aufzuhalten. Chocobo-Gras ist ein wahres Wundermittel. Wenn ich das zu mir nehme, bin ich wieder fit wie ein Turnschuh. Und wenn ich mich wohlfühle, dann bin ich sicher auch eher in der Stimmung, ein wenig über die guten alten Zeiten zu plaudern. Ah, der alte Sack spielt uns ganz klar was vor. Wenn du es nicht für ihn tun willst, dann tu es bitte für mich, Cloud. Ich muss wissen, was genau mit meinem Vater geschehen ist. Also schön. Die Sache mit dem Wachsen über Wasser war übrigens kein Witz. An Chocobo-Gras kommt man nicht so ohne weiteres ran. Aber mit einem Meeres-Chocobo ist die Ernte zum Glück ein Kinderspiel. Bring mir 30 Büschel. Und beeil dich, Cloud. Wer weiß, wie viel Zeit mir noch bleibt. Toll, noch eine Aufgabe für den Abi. Yeah. Das war jetzt nicht so das, worauf ich jetzt gerade mega Bock hatte. Sag mal, wer ist dieser Sam eigentlich? Schien mir, als würdest du ihn kennen. Er lebt auf dem Wallmarkt. Ein Schlitzohr also. Nicht unbedingt. So einen niederträchtigen Eindruck hat er auf mich nicht gemacht. Wenn er dich auch nur übers Ohr gehauen hat. Könnte doch sein, oder? Erzähl hier keine Geschichten. Na, bei dir wäre ich mir da nicht so sicher. So gutgläubig wie du bist, macht dir doch jeder was vor. So, gut, und hier war schon voller so ein aller Uhu, also. Aber irgendwo muss es ja hier auch noch. Okay, hier machen wir es gleich. Bevor der mir noch dreimal auf den Keks geht. Schön erst mitnehmen. Gut, haben wir alles. Hallo? Ach, wollte schon sagen, ja. Komm mal ein bisschen. Aus der Falte, Cloud. Ding. Komm. Ich dachte jetzt schon, der kommt mich erstmal laut zu. Oh, Kleiner. Wo ist denn jetzt eigentlich hier die Region, wo ich das suchen soll? Ist das einfach irgendwo oder wie oder was? Auch da ich ja da eh nur hinkomme mit dem Vieh. Na gut, dann können wir das ja ein bisschen mit. Oh, Haltestelle. Komm, zeig mir, wo ist die Haltestelle? Ah, komm, gleich mal freischalten. Na. So, da oben ist auch ein Turm. Ich muss ja sowieso irgendwo hoch anscheinend. Na, dann kann man das nämlich gleich noch mit freischalten. Oh, also unendlich kann der ja nicht. Wozu sind die komischen Pflanzendinger da? Eigentlich noch nicht so richtig rafft. Schön. Ach, hier komme ich nicht mehr höher. Muss ich abstellen. Na, danke. Sammle Chocobo-Gras.
Oh, was sind das für welche? Klären wir noch eine Runde Analyse. Kann ich schaffen. Und Schiss! Dann übernimm. Hier kommt Berg! Hier komm ich! Das tut weh! Ich zähl auf dich! Ich bin dran! Da, so! Mit mir und los! Auf geht's! Jetzt geht's rund! Und los! Auf die Nuss! Na? Wird schon dem Schwindel? Oh, komm! Kleines Tickering mit Donner. Jetzt erst recht! Das war's! Komm! Finis! Ja! Wie schmeckt dir das? Und tschüss! Ja! Das tut mir gut! Das ist schon alles! Komm, hier, Türkchen an! Kletter, 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 kletter! Na, hier komm, Eber! Aber wo genau finde ich jetzt das Gras? Gibt's da für eine separate Ecke oder muss ich hier einfach nur alles einsammeln? Okay. Gut, Gras, 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 wo ist das Gras? Nee, rutsch, rutsch. Aber hier ist nicht, war jetzt wirklich bloß der Turm oder was? Ist ja fast schon öde. Ja, komm, Cloud, das haben wir alles schon mal besser und schneller gesehen. Oh, wo ist mein Piepmatz? Hier, komm mal her. Ei, wo ist das Chocobo-Gras? Nee, unter den normalen Kram habe ich das hier. Tja, wo finde ich das? Schon merkwürdig. Nee, da ist ja bloß der Api. Und wo ich das Gras jetzt genau finde, kann der mir auch nicht sagen, ne? Ist ja auch wohl ein Gegner, den ich noch nicht kenne. Na, Hasis. Nanu. Quasi vor der Nase und der muss 3 Stunden rumschnüffeln. Gut. Na ja, komm, erstmal hier ein paar Gegner platt machen. Vorwärts! Ja! Und tschüss! Ja! Das war's! Was? Verdammt! Auf Nummer 6. Okay, Eis. Und Wind. Was? Oh, Cloud, Mensch. Braucht man ein bisschen Lebensenergie? Auf Onkel Barrett ist Verlass! Haha, nicht so nah! Das tut weh! Ja, Magie. Ist das alles? Hey! Wer wird es geben? Achtung! Und los! Jetzt geht's aus! Ah, die Kamera ist manchmal aber auch ein bisschen. Jetzt geht's
Mich nur zu spät zum Heilen. Wie ist denn Red jetzt schon Leuchtturm? Jetzt oder nie! Ja, warte. Ich mach mal Red wieder beleben. So geht das nämlich nicht. Tut mir leid. Na? Stirb! Ich zähl auf dich. Komm hier mal richtig was rindrücken. Komm schon! Gib alles! Ja! Okay, also die Stärke der Gegner, das zieht alles an. Ja, machen wir Red ein bisschen. Oh, trotzdem jetzt keine Peilung. Und das blöde Gras wächst. Ja. Boah, ich das selbst schon sehe. Haltestelle, ich komme. Ja. Ja, schön, alles super. Aber ist das hier? Ist das das Gras? Nö, cool. Hier war doch eben auch schon mal ein Hasenversteck, oder nicht? Tja, wenn ich wenigstens genau wüsste, wo ich jetzt suchen muss. Ich weiß nur, man braucht das Vieh. Weil dieses normale Zeug scheint es ja nicht zu sein. Ist das da hinten Chocobo-Gras? Nee, bestimmt nicht, oder? Nee. Gut. Cool. Na, Kissen. Super Dank passt nicht mehr ins Inventar. Toll. Hui, suche ich mich hier dumm und dämlich, um das komische Gras zu finden. Ja, schönen Dank auch. Was denn, jetzt komme ich hier nicht hoch oder was? Oh, muss ich dafür erstmal ins Wasser oder wie? Oder das Spiel sagt, da komme ich nicht hin. Verwirrung. Oh, das ist auch mal so ein komischer Ballon. Der ich eigentlich auch nicht weiß, was der Ballon da macht. Hier kommt man auch wohl noch nicht höher. Was ist denn das für Blödsinn? Wie komme ich da hin? Das wäre mal viel interessanter. Nee, da komme ich nicht hin. Hä? Du musst doch Weg drin geben. Irgendwie muss es ja auch irgendwas mit diesen Dingern auf sich haben. Das ist ja jetzt merkwürdig. Wie kommt man denn da hin? Hä? Das ist jetzt schon wohl auf dem Blödsinn. Darf ich nicht. Na dann los! Das war's! Es ist auf! Bring es hinter uns! Dann geh mal! Zieh! Das mit dem Chocobo? Warum komme ich denn da jetzt da nicht hin? Das ist doch irgendwie voll doof. Oder kennen die Dinger irgendwas Besonderes, wenn man da rinspringt? Ach, da
Das ist Schokobo-Gras. Oh, ich suche mich hier drum dämlich. Ich denke die ganze Zeit sonst sowas. Und dabei ist dieses fliegende Döns des Schokobo-Gras. Ich dachte, das sind irgendwelche Propeller. Okay, dann brauche ich da erstmal die auf den Inseln ja nicht rumkrauchen. Ja, erstmal schön sinnlos meine Zeit verbraten hier. Auch weil die sind ja wirklich aber auch schön hier über die ganze Karte verteilt. Na, klasse. Das kann ich jetzt eine Sammelorie werden. 30 Stück, mach sich ja malig. Na gut, okay, die wollten wohl irgendeinen Grund haben, damit man das Schoko vernünftig benutzt. Ich hab Schokobo-Gras, Schokobo-Gras. Ach, hier schon eine Haltestelle? Naja, komm, die kann man ja freischalten. Das brauche ich vielleicht noch. Toll. Also das mit diesem Chobo-Gras, Junge, der hätte noch sagen können, dass es diese komisch fliegenden Luftballons sind. Okay, hier ist eine Kampfarena, so wie das aussieht. Oh, da ist eine Kiste, das sehe ich. Was? Entdeckung immer? Naja, nebenbei muss man ja ein bisschen was mitnehmen. Ein von drei. Okay, das ist noch einer. Also richtig geile Sachen sind aber auch nie drin. Oh, irgendwo muss ja aber... Da. Ich sehe es, ich sehe es. Oh, da hinten ist ja auch noch mal Schokobo-Gras. Ich hoffe einfach mal, die haben hier mehr als 30 Stück verteilt. Nicht, dass es ja wirklich nur ganz sture 30 sind. Das wäre ein bisschen fies. Nee. Gemischter Nei. Komm. So, wir waren da auch zwei, ja? Jetzt kriegt die Dinger nicht aus. Ja, es ist schwierig in einer Höhe zu fliegen. Das ist irgendwie blöde. Oh, hier ist doch eine Höhle. Kann ich doch bestimmt noch irgendwas. Ja, Gegner. Mehr nicht. Oh, Hasenversteck. Cool. Nachschub voll drauf. Aber irgendwie muss es ja hier auch noch. Wenn ich jetzt immer hier in der Höhle rumgekrochen bin. Es heißt, dass das Wissen von Odin, dem Herrscher über Krieg und Tod, in den Schreinen der Nibelregion schlummern soll. Odin soll auf seinem treuen Pferd Sleipnir aus dem Land der Toten kommen und Jagd auf Seelen von gefallenen Kriegern machen. Und über ihm es zahlreiche Legenden. Bin ich jetzt hier noch richtig eigentlich? Odin. Was ist denn der Bengel? Ah. Na komm, das nehmen wir gleich mit. Ja, muss ich wohl das blöde Tastendöns machen? Ja, analysieren.
Das wird bestimmt auch wohl jetzt unnötig kompliziert. Das X-Kreisviereck. Oh, nochmal. X-Kreisviereck-Dreieck. Oh, das ist ja nicht mal so im Kreis hin. X-Kreis-Viereck-Dreieck. Oh Gott, das bricht bestimmt durcheinander. Fallen die denn auch immer an die richtigen Punkten? X-Kreis-Viereck-Dreieck. Naja, okay. Könnte ich vielleicht noch hinkriegen. X-Kreis-Viereck-Dreieck. X-Kreis-Viereck-Dreieck. Ha! Perfekt, auf Anhieb. Sauber. Odin, okay, das kann ja auch was werden. Die Analyse des Kristalls war erfolgreich. Ich konnte alle notwendigen Informationen aus ihm ziehen. Damit kann ich die Beschwörermaterie der Esper verstärken. Ja, toll. Gut, Leute, da haben wir zumindest die Ecke. Komme ich hier einfach so simpel raus, oder? Der Gegner, der interessiert mich einfach mal nicht. Schön, da komme ich nicht lang aus. Oh, die alten Gegner hier, die interessieren mich jetzt hier mal nicht. Ich habe auch noch wieder andere Sachen zu tun. Eigentlich bin ich ja bloß auf Chocobo-Gras-Suche. Na, gucken, ist vielleicht auch noch ein Hasenversteck. Gibt's ja auch in Massen meistens. Na, noch ein paar Kistchen. Ein Kissen. Wo haben denn? Ach, da ist doch noch eins. Nee. Perfekto. Na, warum müssen das nur so viele sind? Din, din, din. Das ist auch eine Antenne. Kisten, okay, nichts Besonderes. Ist aber auch schon eine recht mühselige Aufgabe. Die Döns hier. Alter, das ist hier ewig rum für so eine kleine Quest. Oh, ich habe schon 24, also gibt erheblich mehr. Das ist doch schon mal was. Wenn wir hier immer rumkrauchen. Ja. Mach schon auf. Feinsche Wullermogel-Medaillen. Das ist nochmal. Oh, ich hoffe, ich muss das Mogel-Mini-Spiel hier nicht nochmal machen. Das war schon die letzten beiden Male echt nervig. Okay, haben wir alles. Na komm, die zwei hier nehmen wir mit. Dann habe ich halt die Ecke hier zumindest im großen Ganzen ein bisschen abgegrast. Hä, tauchen die im Ruller auf? Das sind doch schon nur welche. Na, ich werde es wohl hinkriegen. Wo ist denn? Ja, oh, diese. Kacke. Ich kann hier noch auch so etwas von auf den Senkel gehen.
So, jetzt mal gucken, wie komme ich denn da am dümmsten hin? Nee, jetzt hier irgendwie rinkommen tue ich nicht, wa? Ach, guck ich ein anderes Mal. Wo sind jetzt Gegner? Ja, ach Mensch. Der Uhu. Ah, ich kann mich ja erstmal auf den Weg wieder zu dem Obi machen, damit ich das mal abschließen kann. Ah, noch vier. Okay, das liegt ja alles jetzt schon auf dem Weg. Ja komm, das geht alles ein bisschen schneller. Ja, jetzt hat auch der Endauftrag schon gefühlt wohl eine Ewigkeit gedauert. War ja nicht der Plan. Oh. Ne, jetzt komm noch. Menu. Also mit dem Schweben ist eigentlich ganz nett. Oh, natürlich schön dran vorbei. Ah, schön. Na jetzt, zu dem Alten bringen? Natürlich, was denkst du denn? Ja, okay. Komm, auf abschließen hier den Spaß. So, Obi, hier, hab deine Döns. Hallo, hast du Chocobo-Gras gefunden? Ja. Oh, das Chocobo-Gras. Wunderbar. Hab also wieder mal den richtigen Riecher bewiesen, als ich dich damit beauftragt habe. Und wozu ist das Zeug jetzt gut? Ich denke, ihr habt euch die Antwort verdient. Zuerst einmal lässt man das Gras mit ein paar Chocobo-Federn fermentieren. Anschließend muss man das Gemisch gut trocknen lassen, bevor man es schließlich kocht. Am Ende wird der Sud noch ausgepresst und herauskommt dabei Chocobo-Essenz. Und das ist das besagte Wundermittel? Nun ja, es schmeckt zumindest köstlich. Verlogener Alter! Ach, und falls ihr noch Gras übrig haben solltet, könnt ihr es im Laden eintauschen gehen. Man wird es euch anständig entlohnen. Meister, erzählt mir bitte von meinem Vater. Nicht so hastig. Eine Aufgabe wäre da noch zu erledigen. Ich hab's doch gewusst. Der Alte wollte uns von Anfang an rein gar nichts sagen. Wie undankbar. Dabei habe ich euch doch so viele Dinge gelehrt. Wäre mir neu. Sag mir nicht, dass du jetzt kein besserer Reiter bist. Beim Fangen von Selena hast du überdies gelernt, die Stimmung von Chocobos zu deuten. Und erst das Balancegefühl, das man sich beim Reiten über die Wellen aneignet. Danach sitzt man viel sicherer im Sattel. Gib's schon zu, Cloud. Du bist an deinen Aufgaben merklich gewachsen. Nicht wirklich. Ist das dein Ernst? Dann brauchst du wohl doch noch etwas Führung, um dein Glück zu begreifen. Anders ausgedrückt, eine allerletzte Prüfung. Du willst uns nochmal losschicken? Und wieso überhaupt Prüfung? Davon war niemals die Rede. Nein, schon gut. Bin dabei. Wunderbar. Dann trittst du jetzt gegen mich an. Du darfst auch auf Selena reiten. Sollte Cloud gewinnen, dann erzählt ihr mir aber von meinem Vater, ja? Natürlich. Also bereitet Selena ja gut vor. Cloud, wenn du soweit bist, dann sag mir einfach Bescheid. Toll. Jetzt habe ich da noch eine Quest. Ich dachte, der Kunde ist einfach mal ein bisschen abgeschlossen. Zeig mal, Hajo. Ach so, nee. Wo ist denn sein Laden? Der hat doch hier irgendwas von dem Laden gequatscht. Der da oder was? Zeig mal, Hajo. Chocobo-Gras nehme ich gerne entgegen. Willst du auch Federn tauschen? 35 Büschel, eine Goldfeder.
40, wundersamer Kristall. Materia-Ohrring. Oh, da gibt's eine Waffe. Also musst du das ja auch wieder machen. Oh, seid ihr fies. Der Alte ist nicht immer ganz einfach. Aber er zahlt sich aus. Naja, ich weiß ja nicht. Echt viel. Na hier, komm. Oh, jetzt renn doch nicht weg. Wo will der hin? Muss ich jetzt hier ein Rennen gegen den machen, oder was? Hallo? Hoppy? Bist du bereit für deine letzte Prüfung? Naja, komm, bringen wir es hinter uns. Okay, dass der Auftrag hier so ausufert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Di-di-di-di-di-di. Ah, ich wicht nicht ganz so hoch. Oh, klingt gar nicht so doof. Rennen beginnen, ja. Na komm, blöde Ladezeiten. Hauptsache erstmal schön schwarzen Bildschirm, geil. Stehe total drauf. Jet the Kokobo, okay. Oh, ich bin schon eine Weile nicht mehr. Hab schon eine Weile kein Rennen mehr gemacht. Wie war denn das? Scheiße. Hä? Ach, X drücken. Oh. Okay, komm. Den können wir gleich nochmal starten. Das bringt ja gar nichts. Voll verkackt. Ich dachte, ich muss jetzt hier mit R2 sprinten. Nervig. Wie war das? Auf 2 musste ich richtig... Oh. 1. Ja, Turbostart. Ding, 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 ding. Oh, der kleine Piepatz ist recht flott unterwegs hier. Ding, 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 ding. Na, ah, scheiße, das waren da jetzt driften. Oh, wow, wow, wow. Din, 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 din. Ach, man konnte den wegschießen, okay, cool. Mario Kart! Din, 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 din. Oh, okay, das war ein bisschen enger. Oh, oh, oh. Ach, verdammt. Das wäre so eine schöne Abkürzung gewesen. Din, 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 din. Nein! Hauptsache so langsam. Auch hier gleich auf Anhieb gewonnen, schön. Chocobo Armreif, okay. Du hast meine Erwartungen weit übertroffen. Bist ja ein richtig talentierter junger Bursche. Auch schon bemerkt? Der Punkt geht an dich. Wirst es sicher weit bringen. Und alles dank mir. Ich höre die Rennwelt schon klagen. Ehrwürdiger Meister,
Löst euer Versprechen ein und erzählt mir von meinem Vater und Sam. Also gut. Was willst du wissen? Als sie etwa in deinem Alter waren, glaube ich, da standen sie auf einmal auf der Matte und haben mich gebeten, sie auszubilden. Hab sie abgewiesen, weil ich mich schon zur Ruhe gesetzt hatte. Aber die Bengel sind einfach hier geblieben. Also habe ich sie Dinge für mich erledigen lassen. Und so fing es an. Nichts Besonderes. Einfach hier gelebt. Sie haben für mich sauber gemacht, eingekauft und hier und da auch Reparaturen erledigt. Das übliche Tagewerk halt. In ihrer Freizeit haben sie auf eigene Faust Chocobos beobachtet und in meinen Büchern über die Vögel gestöbert. Und ständig darüber diskutiert, wie man Chocobos am besten aufzieht. Also, die dicksten Freunde waren sie nicht. Ich wusste es. Ihre Ansichten über die Chocobo-Aufzucht waren einfach zu verschieden. Ständig sind sie darüber in Streit geraten. Manchmal sogar mit den Fäusten. Aber auch nur, weil beide so eine große Leidenschaft für die Vögel hegten. In dieser Hinsicht waren sie wie Brüder. Und ich glaube, im Grunde ihrer Herzen haben sie sich auch als solche betrachtet. Und? Wie fühlst du dich jetzt? Konnte ich dir etwas von deiner Last nehmen? Was meint ihr damit? Als ich deine von Hass erfüllten Augen zum ersten Mal sah, da wusste ich, dass dir mit Wissen und Techniken allein nicht geholfen sein würde. Erst einmal musstest du dein Herz von bösen Gedanken reinigen und neu zu dir finden. Und dafür brauchtest du Zeit. Deswegen sollte er hier sauber machen? Du hast es erfasst. Was Will nach seiner Zeit bei mir widerfahren ist, weiß ich nicht. Aber es war offensichtlich schlimm genug, dass du es Sam nun heimzahlen willst. Und das wird sicher seine Gründe haben. Allerdings dürfen Chocobos nie ein Mittel zur Rache sein. Sag mir, aus welchem Grund züchtest du eigentlich Chocobos? Vermutlich, weil ich es so geliebt habe, wenn Papa und Mama stundenlang Geschichten über Chocobos erzählten. Und unsere Ausflüge auf Chocobos haben mir auch immer riesig viel Spaß gemacht. Deshalb wohl. Gute Gründe. Du darfst sie nie vergessen. Hörst du? Sam hat es sicher auch auf den Gold Cup abgesehen. Aber lass dich von deinem Song nicht vom Wesentlichen ablenken. Ja, Meister. Danke für alles. Ich gehe zurück zum Goldsourcer und treffe die letzten Vorbereitungen fürs große Rennen. Als Reiter trage ich dich ein, Cloud. Mit dir im Sattel gewinnen wir den Gold Cup ganz sicher. Okay. Schön, das ist erstmal abgeschlossen. Gibt es das jetzt hier nochmal ein schwieriger oder? Nee, das ist abgeschlossen. Gut. Nein. Das habe ich. Kurz überlegen. Okay, das wäre gleich da. Das will ich auch noch nicht auslösen. Mache ich. Da ist doch aber auch noch ein Auftrag, ne? Könnte ich mir ja eigentlich auch noch schnappen. Oh, da ist ja nochmal so ein Foto vorziehen. Na, den muss ich auch noch anquatschen. Na komm. Das war ja alles ein schönes Durcheinander. Ja, das blöde Radio. Kann man das nicht abschalten? Das ist ja nervig. Na, warte, wo ist hier der Fotomann? Wo sind der hin? Ach, da. Das ist. Ah, schön, dich hier zu treffen. Wie wäre es mit einem Erinnerungsfoto zusammen mit den Schwarzkutten? Naja, wenn du meinst. Naja, die ganzen Fotos, die kommen bestimmt dann später mal im Abspann. Oder so. Dass Shinra das Sanatorium hier betreibt. Es war nicht einfach, eine Genehmigung für Fotos zu bekommen.
Selbst mit Fotoerlaubnis wird alles überprüft und falls Shinra etwas missfallen sollte, konfisziert. Naja, die Anzugträger werden von den Bildern sicher beeindruckt sein. Falls du hier ein gutes Motiv entdeckst, dann sag mir Bescheid. Fotolocation. Ja, bestimmt irgendwo auf den Inseln, oder? Ja, dann bin ich hier schon dran vorbeiflogen. Genau. Oh, na komm, ich hole mir jetzt erstmal noch den nächsten Auftrag. Oh, ich hoffe, da schalten sich nicht noch zig frei. Oh, der eine war auch jetzt schon lange genug. Ach, ich muss dafür rennen, okay. Hä? Nee, oder nur? Machen wir eine kleine Pause. Mach mal. Muss ich 7 oder 8 gewesen sein. Hat sich ganz schön verändert. Oh Gott, wenn ich die alle jetzt schon singen höre. Ist hier vielleicht noch irgendwo eine versteckte Kiste? Nee, anscheinend nicht. Na ja, dann erzähl mal. Liebe Leute, braucht ihr vielleicht Hilfe? Nicht wirklich. Wir haben uns nur gefragt, wer hier so schön singt. Ach, wie peinlich. Wisst ihr, es gibt da eine Katze, die ich sonst immer gefüttert habe. Aber in letzter Zeit zeigt sie sich nicht mehr und vor Sorge. Sing ich nun. Cloud. Hä? Klingt nach einem Job für den Alleskönner. Na, Mann. Ja, komm, kurz und schmerzlos, ich suche die Katze. Oh. Du scheinst dir ja richtig was zuzutrauen. Bist du etwa ein professioneller Katzenaufspürer? Ich bin Alleskönner und hab schon so manche Katze gerettet. Sogar schon, als ich ein Kind war. Ich bin übrigens Christa, die Köchin hier. Die besagte Katze scheint am Fuße des Nibelgebirges zu wohnen. Sie hat wunderschönes, schneeweißes Fell und elegant ist sie. Wisst ihr, sie wird sicher Hunger haben. Ich gebe euch was für sie mit. Würde mich nicht wundern, wenn das plötzlich ein übelstes Monster aus die Katze. Oh, das alles hat mich an Motzi erinnert. Ja. Warte, zeig mal, Eier, Karte. Oh. Also führt mich hier ja doch irgendwas hin. Ich auch. Alles klar. Was ist eigentlich aus deiner Katze geworden? Ich weiß nicht. Seit dem Feuer habe ich sie nicht mehr gesehen. Sag mal, Tifa, eine Sache würde mich interessieren. Was denn? Warum hieß deine Katze überhaupt Motzi? So herumgemotzt hat sie doch eigentlich gar nicht. Ach das, ja. Weißt du, Motzi hat mir der Bürgermeister geschenkt zu meinem 12. Geburtstag. Und der meinte, die Katze würde Motzi heißen. Aber erklärt hat es mir nie. Eigentlich wollte ich ihr ja einen neuen Namen geben. Aber der Name Motzi hatte sich ganz schnell im Dorf rumgesprochen. Und dann hatte ich mich eigentlich auch schon irgendwie dran gewöhnt. Also habe ich's dabei belassen. Mir war damals vieles ziemlich egal. Allerdings längst nicht so egal wie dir. Ach so, siehst du, kann ich ja eigentlich mit Chocobo rumrennen? Tatsache. Wollte mich steuern eigentlich so. Oh, Hase verstecke schon mal. Na, dreh dich. Mondstein. Ah, hier kann ich nicht so richtig. Na gut, geht ja auch nur auf dem Meer. Na cool, jetzt komme ich hier nicht hoch raus. Ja, schönen Dank auch. Fein, das hier ist ja auch eigentlich ein ganz schönes Gebiet. Verhältnismäßig groß eigentlich. Ich wundere mich, dass hier kein Turm steht oder sowas.
weiß noch, wie Motzi immer ein rotes Tuch um den Hals trug. Ja, ich erinnere mich. Das hatte Papa ihr gemacht. Aus einem alten, zerrissenen Hemd. Die Katze gehörte zwar mir, aber Papa hat sich am meisten um sie gekümmert. Ach ja? Sorry, wollte nicht von ihm reden. Nein, schon gut. Ob mich hier später auch noch irgendwelche andere Aufgaben herführen? Weil dieses Gebiet ist ja doch überhaupt nicht so klein. Hey, jetzt häng ich fest. Oh, schon wieder ein Hasenversteck. Warte, ist es eher hier oben oder? Es wurde mir doch angezeigt. Oh, ich sehe auch keine Hasen. Erstmal schnüffeln. Ach, da sind die Häschen. Play Arts Action mit der Shinra Frachtkiste. Aha. Ach so, für die Wandklumpe bei. Ach, wie ist der Johnny? Aber bis auf Hasenverstecke ist jetzt hier auch nicht viel, oder? Ein Riesengebiet hier. Bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg, oder? Na doch, sieht so aus, wa? Was ist? Ich höre etwas. Da ist es doch. Dort drüben. Hinterher. Mietz. Wo ist die Mietz? Oh. Wurde schon angedeutet. Vergiss es. Na? Lustig. Das war gut. Oh, wo ist Vogel? Vogel. Megadrink. Ja, wo ist aber jetzt die Mietzin? Muss doch gucken. Gibt es bestimmt auch noch das ein oder andere Hasenversteck, oder? Sieh mal. Und was macht die da? Ach, die hat Kätzchen gekriegt. Oh. Na? Kätzchen? Bist du das, Motzi? Hast du mich etwa vergessen? Sieh doch, ich bin's, Tifa. Wie schön. Dir ist nichts passiert. Oh. Motzi, was ist los mit dir? Sie ist sehr schwach. Ach, richtig, das Futter. Ist genug da. Schlag dir den Bauch voll. Miau, miau. Wir müssen sie beschützen. Das war's. Kenne ich diese Gegner? Killerbiene? Ich schon mal analysiert. Ich überlebe! Aus dem Weg! Angriff! Na hier, Barrett. Machen wir gleich mal hier. Los, gib alles! Aufgepasst! Adieu! Geht rum! Auf geht's! Mit dir, den Angriff! Bis halt! Folgen wir ihr. Was, wo will sie denn jetzt hin? Ah, die will bestimmt zurück und ich muss sie jetzt beschützen, wa? Na gut. Ding, 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 ding. Hm.
Miet. Ja, da hat man ja schon zwei Quests mit Hunden, die auch so ähnlich waren. Jetzt noch eine mit einer Katze. Na toll. Ne, wo ist sie hin? Ja, ich sehe schon. Der nächste Schwarm. Und tschüss! Nichts überstürzt. Hier kommt Barrett! So, vergiss es! Übernimm mal! Er wird dein Bestes geben! Ah, oh, hier, komm. Die Sterne sind auf meiner Seite! Geht doch! Na komm jetzt! Ach, wir sammeln jetzt die ganzen Katzenkinder ein. Ah, die waren doch eben noch alle beim Netz und die alle abgehauen. Oh, schön. Ah, warte, da ist noch eine Bienenkönigin. Nur kein Über. Mal kurz eine Pause. Wurde schon ungeduldig. Dreckstück. Das tut weh. Hey. Nee. Ich bin dran. Festhalten bitte. Nein, noch. Komm. Sterne, beschützt mein Tal. Ich zieh mich mal zurück. Angriff! Auf die Nuss! Übernimm du. Jetzt gehörst du mir! Okay. Ja, nee, halt, schneller. Angriff! Das tut weh! Okay, hält doch jetzt schon was aus, ist viel. Aus dem Weg! Ich zähl auf volle dich! Konzentration! Mit mir, links Angriff! Auf los! Na, wird schon den Schritt. Mit mir, links Hand! Ja, komm. Gleich wieder den dicken Kram. Sorry, auf eine Pause! Stirb! Auf geht's! Keine Pause! Oh, eine Synchro. Geht doch. Lass uns die Katzen ins Dorf bringen. Dann können wir sie untersuchen lassen. Die Köchin würde sich bestimmt um die Katzen kümmern, wenn wir sie bitten. Meinst du nicht? Kommst du mit, wenn ich sie frage? Klar. Gehen wir. Okay, immer noch bei der Miete bleiben. Aber ich brauche mal kurz Heilung. Ja, was macht das? Komm. So, Miezen. Miau. Na, ob sie erstmal die Katze streichelt? Kommt die jetzt automatisch mit, oder was? Ja, ich bin ja da. Ich glaube, schnell rennen ist nicht, wahr? Ja, Miete. Ich bring dich ja zurück. Kommen hier nochmal irgendwelche Gegner oder sowas? Miete ist noch da. Ja. Die olle Schindra-Villa. Und hier? Die Schwarzkutten sind heute nämlich unruhig.
Normalerweise verheißt das nichts Gutes. Na, wollte schon sagen, was denn du? Oh, Auftrag hier abschließen. War's aber fleißig. Miau. Ja, das ist nicht mehr das Dorf, in dem wir gelebt haben, was? Darum ist sie sicher nicht zurückgekehrt. Was hast du? Motzi? Okay, wollen die sich jetzt bei Tifas in Tifas Zimmer einquartieren? Keine Angst, es tut nicht. Tut mir leid, aber es sind gerade keine Besuchszeiten. Ich sag mal aber nicht, die Katze spielt jetzt hier Klavier. Auf den Armen vieler Menschen. Ist eine Nummer tätowiert. Oh, ihr seid es. Die Miezekatze. Und unversehrt, wie ich sehe. Und kleine süße Junge hast du auch mitgebracht. Sie hat sie wohl in den Bergen geboren. Na sowas. Und das ganz alleine. Deshalb haben wir sie mitgebracht. Die Berge sind kein Ort, um Junge aufzuziehen. Ich hoffe, das war okay. Fein, fein. Und keine Angst. Von jetzt an werde ich dir bei der Aufzucht helfen. Es war schon immer mein größter Traum, im Kreis ganz vieler Katzen in der Welt zu stehen. La 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 la. Wenn ihr bei mir wohnt, braucht ihr natürlich auch Namen. Du bist weiß wie der Schnee, also nenne ich dich Flocke. Steht dir ausgezeichnet, finde ich. Du nicht auch? Für den Nachwuchs überlege ich mir später was. Nein. Die Katze heißt eigentlich... Psst. Oh. Huch? Willst du etwa ein Lied hören? Tut mir leid, aber nach der ganzen Aufregung habe ich noch ganz zittrige Hände. Tifa kann doch spielen. Ein toller Vorschlag. Da höre ich auch gerne zu. Oh, bitte sag mir jetzt nicht, dass ich spielen okay, muss. Aber nur ein bisschen. Wisst ihr was? Ich hole noch etwas Begleitung dazu. Wir haben nämlich ein paar gute Musiker im Dorf. Bin sofort wieder da. Ach du Schande, Cloud. Was mache ich denn jetzt? Ich habe doch seit Jahren nicht mehr gespielt. Du willst kneifen? Nein, das wäre gemein. Dann hilft nur üben. Oh nein, ich will nicht. Er wüsste ihm, okay, jetzt habe ich was in Eise gekriegt. Ach ja, ich verkack das so oder so, da brauche ich auch nicht üben. Diese blöde Klavierkacke, ey. Krieg ich sowieso nicht hin. Ätzend, alleine der Gedanke schon. Nee, ist nicht meins. Hey, das muss es denn unbedingt noch ein zweites Rad sein? Passiert nicht. Mich nicht auf Bäderräder anständig konzentrieren. Das, ich hasse das. Das Klavierding ist echt nicht. Ja,
Hand-Augen-Koordination gleich null. Scheiße, ey, werd ich diesen Mist aus da. Oh, ich komme ja auch nicht mehr klar. Alter Schwede, da ist doch noch nicht mal Rang C, ey. Ich hab's nicht mal. Oh, vor allem, wenn die hier irgendwelche Belohnungen haben, musst du mindestens Rang A schaffen. Ich hab's nicht einmal, egal bei welchem Mini bekommen. Mann. Menschenskinder. Tut mir leid. Es ging einfach nicht. Du hast dich bemüht. Danke. Danke, dass Sie sich um die Katzen kümmern. Aber nicht doch. Bei mir könnt ihr euch immer die Bäuche vollstopfen. Ich hoffe, ihr habt Hunger. Dann folgt mir mal, ihr Lieben. Das Klavierspielen hat viele Erinnerungen zurückgebracht. An die Lieder, die Mama mir beigebracht hat. Und an Papas Kochkünste. Frei nach Schnauze, aber super lecker. Die Nachmittage mit Emilio und den anderen. Dich habe ich auch immer eingeladen, aber du bist ja nie gekommen. Ach, tatsächlich? Man konnte fast meinen, du wärst gern allein gewesen. Ich habe wie jemand gewirkt, der gerne allein ist. Warst du es nicht? Selbstverständlich nicht. Dann kenne ich dich wohl schlechter, als ich dachte. Nun, du kannst mich immer fragen. Ja, stimmt auch wieder. Gut, dass wir hergekommen sind, nicht? Ja, selbst Motzi hat wieder ein Zuhause. Du meinst Flocke, Cloud. Aber ja, schön, dass es ihr und den Kleinen gut geht. Da wurde ich jetzt hier schon mal nötig, Klavier zu spielen. Das geht gar nicht. Also, was sich dieses Klavier-Minispiel ausgedacht hat, ganz ehrlich, der Typ war definitiv ein Verbrecher. So, jetzt kann ich mich ja endlich wieder den Weltberichten hier ein bisschen widmen. So, genau, mal gucken, wo ich jetzt genau hin muss. Aufdrehe sind erstmal abgeschlossen, das ist erstmal eine schöne Sache. Musikkern, das nehmen Aufstieg. Hä? Ach nee, das war doch da, wo ich die Katze gefunden habe, oder? Geht das hier noch weiter? Nö. Wer weiß. Das hier ignoriere ich noch ein bisschen, weil ich das Proto-Dings da noch nicht auslösen möchte. Was haben wir denn hier jetzt in der Nähe? Könnte ich ja eigentlich das da machen, oder? Ach mal so. Dies ist eine Sondermeldung. Na komm, Choco. Wo ist er denn hin? Jallerbrücke, okay. Oh, da war schon wieder so ein Piepmatz. Der will mich doch bestimmt zu einer Haltestelle bringen. Na komm, ich folge dir. Ja, ich hab's gesehen. Läuft. Oh, Hasenverstecke. Oh. Davon gibt's auch immer viel zu viele. Ein Saphir. Vor allem, da sind da immer nur so 0815 Sachen drin. Immer so richtig, richtig coole Sachen findet man eigentlich eher selten.
Na, hier kommt ein bisschen Synthesekram mitnehmen. Oh, ist es schon hier? Ich hoffe, wir sind kampfbereit. Was muss ich machen? Rufe Schockanfälligkeit hervor? Schockeingegner? Okay. Im Nibelwolfsrude herrscht eine streng festgelegte Hierarchie. Ja. Der Anführer der Gruppe ist es gestattet, die blau-schimmernde Flamme zu tragen. Während er mit der Flamme die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, umzingelt der Rest des Rudels die Beute. Auf Nummer 6. Beginnt ein Angriff von allen Seiten. Auf Onkel Barrett ist Verlass. Ist dieser Räuber wirklich bemerkenswert? Mir sind schon viele Geschichten zu Ohren gekommen, als die menschlichen Spieler endlich zu Gejagten wurden. Aber jetzt haben wir die einmalige Chance, irgendwas mit Feuer aus der Nähe zu sehen. Wir müssen uns los, doch nicht aus dem Pudel abnehmen. Nee. Sterne, beschützt mein Tal. Jetzt geht's los. Ich verliere. Na, ich muss doch mal ihre Schockanfälligkeit, ja. Voll ausgezeichnet. Das war alles geben. Bring's zu Ende. Dann mal los. Ja. Da geht noch was. Ja, komm, die haben wir gleich. Das tut ja schon beim Zuschauen weh. Nicht weiter geht's. Ich stürme vor. Jetzt hat's. Dein Job. Ich mach das. Warte mal, Cloud hat ja hier. Genau. Alles endet hier und jetzt. Der Feind ist geschwächt. Kleine Show gefällig. Na komm hier. Limit. Das war's dann. Fabelhafte Leistung. Schöne Sache. Aber bis auf den Kampf. Nee, geht das hier noch weiter? Können wir hier oben noch irgendwo hin? Nö. Gut. Ich darf auch nicht vergessen, man kann ja noch Ballons einsammeln. Für die Waffe brauchst du ja denn, wie viel waren das da? 45? Geht das hier auch nochmal irgendwo? Halt, lass mich hier mal gucken. Nee, von da bin ich gekommen, oder? Das ist ein bisschen irritierend. Okay, da haben wir. Dann wäre erstmal die Ecke. Oh, hier ist ja auch noch. Okay, das Zeug habe ich da oben schon. Dann habe ich ja hier noch zwei, aber halt, ich kann ja, war hier nicht noch irgendwo ein Türmchen? Dort ist noch einer. Nimm mal erstmal die Ecke, hier sind ja gleich noch zwei Sachen. Mit Chocobo bitte. Oh, warte mal, hier ist doch gleich noch die Fotolocation, wa? Können wir ja gleich alles schön mit abgrasen. Perfekt. Eine Entdeckung gemacht. Oh, wie war das? Start. Fotomodus. Ja, was soll ich denn fotografieren? Eigentlich auch unwichtig. Was wollte ich jetzt? Menü ausblenden? So, zack, fertig. Scheißegal, wie das aussieht. Sauber. Dü. So. Oh, ist das eher oben oder unten? Na,
Würdest du sagen, du bist wohl jetzt hier. Kisten. Eule. Ne. Blödes Gras. Ich will das Gras haben. Wo ist denn jetzt hier die Quelle? Doch. Schön, schön, schön. Na, hier gibt man das ganze Dösa. Zack, 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 zack. Mal ein Haufen Zeug. Bing. Bing. Cloud, ich habe mir den Lebensstrom einmal genauer angesehen. Dabei konnte ich den Fundort eines Synthesechips aus Republikzeiten lokalisieren. Er sollte sich auf einer Insel in Küstennähe befinden. Vermutlich in einem Außenposten von Shinra, der errichtet wurde, als man hier Marco entdeckt hat. Oh, aber keine Angst. Stationiert ist dort schon lange niemand mehr. Mhm. Eine Fundstelle. Na, okay. Du. Hier, Vogel. Ja. Na, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Kein Problem. Das war's. Wie schmeckt dir das? Jetzt hab ich dir das an. Da also. Du bist am Boden. Und los, hier komm ich. Jetzt geht's und auf geht's. Was bitte? Ich hab fast geschafft. Ich sehe gerade gar nichts. Oh nein, also Red, ganz ehrlich. Ich werde dich rächen. Mensch, der alle Red, was ist der mir hier in letzter Zeit wegstirbt? Hat er sonst mehr ausgehalten, der alle Krebel? Bring die Spieß los, gib alles. Zieh dich zurück. Jetzt geht das richtig los. Das tut mein Schiss. Alles geben. Zu Ende. Jetzt gehörst du mir. Angriff! Schiss. War ich gut oder was? Nee, du warst nicht gut. Du bist viel zu schnell abgenippelt, Kollege. Muss ich die erstmal heilen hier? Komm. Du. Na, war ich schon? Ja. Ein bisschen Brot. Ah, cool, schon wieder ein Hasenversteck. Was ist jetzt hier? Ja. Ach nee, das ist jetzt schon. Das hier Döns. Du. Komm her. Ja, so stimmt hier drinne, oder? Ja, okay, erstmal kämpfen. Und tschüss! Ja, genug. Na dann. Wo ist Vogel hin? Na hier, das Schnupper mal.
Din, 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 din. Offenbarung. Das Planeten synthetisieren, toll. Halt. Ach, schon wieder diese blöde Eule. Wo willst du denn hin, Mensch? Kannst du hier nicht einfach mal irgendwo landen? Hä? Aber eben hat er mir doch noch schon was angezeigt gehabt hier. Komm, schnuppern. Bitte. Ach, hier oben. Ja, na, Hauptsache, ich komme nicht höher. Din, 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 din. Schön, habe ich das auch alles. Wird das Reif Plus? Okay. Ja. Schön, 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 schön. Einen Kampf habe ich ja hier noch, war auf der Insel. Da oben war ich ja auch schon. Oh, nein. Okay. Und tschüss! Das war's dann. Bis hier und nicht weiter. Geschafft! Was war das jetzt für ein Hopser? warte mal, da kann ich ja auch erstmal kurz healen. Glaube ich, gleich nochmal Heile machen. Das wäre, glaube ich, nicht falsch. Ja, ein Kissen benutze bitte. TP und MP, geil. So, dafür muss ich ja dann, denke ich mal, irgendwie da rein. Nein, ihr geht weg. Din, 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 din. Irgendwie muss man da ja hinkommen. Vorhin habe ich es ja schon ein paar Mal versucht. Ach, hier überall Gegner. Ih, geht alle weg. Irgendwo muss es ja da einen Weg reinnehmen. Ach, dort ist ein Höhleneingang. Warte mal, war hier nicht irgendwo so ein Gerät? Giftiger Drache, okay. Vorsicht, hier gibt es Ungeheuer. Okay, können wir gleich machen. Eine Faker-Spezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Dieses Ungeheuer ist auf eine enorme Größe angewachsen. Hat ja, das sehe ich. Seine Fähigkeit zu fliegen eingebüßt. Es erlegt seine Beute mit der giftigen Flüssigkeit und seinen Körper produziert. Erstmal Standardanalyse und Olle hört zu quatschen. Nur kein Eis, okay. Wurde schon ungeduldig. Je nachdem, welche Art von Insekten ein Fächer verspeist hat, ändert sich daher auch die Zusammensetzung und die Wirksamkeit. Ich zähle auf den Hut, was wir können. Hier ist auch das Gefahr nicht geboten. Yeah. Du bist dran. Ich mach das. Ja. Und tschüss. Komm, irgendwas mit Eis. Stirb. Ja. Es hagelt. Ich habe nichts davon.
So richtig anfällig mache ich den aber gerade aktuell auch nicht. Nicht übertreiben. Hier kommt Barret! Ich darf mir Stimmung auf ihn drängen. Da klappern die Zähnchen. Du bist am Zug. Aufgepasst. Ja, ich muss den doch noch schockanfällig machen. Oh, oh, halt. Na, und wird schon dem schwindelig? Jetzt gibt's unsere Chance. Lass mich mal. Hau rein. Dann mal los. Vorbei. Schön alle Kugeln. Ihr macht das großartig. Verzieh dich. Nee, der will nicht schockanfällig werden, los, der Gräpel. Ich bin dran. Lass mich mal. Es hagelt! Phoenix! Ja, verzieh dich! Jetzt wird doch endlich mal schockanfällig. Nichts überstürzt. Roger, ich übernehme. Gibt's doch nicht. Ich will das doch bloß mal abschließen. Auf die Trail! Glaub ich's denn? Rostiger ja. Los! Wie schmeckt dir das? Ich seh dich! Ist dir kalt? Fantastisch, ein Kopfspiel! Ach, ich zähl auf dich! Aufgepasst! Verzieh dich! Hier komm ich! Ja. Ja, nicht aufgeben. Wie schmeckt dir das? Nee, der will partout nicht schockanfällig werden. Glaub ich's denn? Das war's! Aufwärmrunde! Hier kommt Barret! Ich seh dich! Jetzt ist der auch noch kampfunfähig. Glaub ich's denn? Ja, muss ich so platt machen. Mit mir legt ihr ins Haus. Na, auf geht's. Jederzeit wieder. Ich hau richtig drauf. Hier bin ich. Und tschüss. Es ist aus. Tja, finde ich jetzt aber auch doof. Jetzt könnte ich keine... Naja, das mache ich später. Ist jetzt nicht so wichtig. Din, 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 din. Oh, warte mal, hier hinten war doch noch so eine... Kisten. Ja, alt. Genau, genau. Und die muss ja noch irgendwo eher sein. Da. Das ist 3. Okay. Naja, großartig suchen muss ich hierfür aber jetzt auch nicht. Valkyrenreif. Okay. Damit habe ich doch die Insel Jora begrast. Perfekt. Na, mach ich nochmal schnell heile, heile. Warte mal, gleich mal schauen hier. Sind diese? Können wir da schnell irgendwas herstellen? Halt. Den Talisman des Weltenbaums, okay.
Da sind noch welche. Nee, da fehlt mir noch ein bisschen Material. Und hier noch was. Ring des Drachen. Und welchen Bonuskram? Auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie viele Stufen hat denn eigentlich hier dieses Synthese-Gerät? Ja, einmal ausruhen bitte. Na, dann kann ich diesmal einen Schluck trinken. Ah. Gut, 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 gut. Piepmatz? Oh, ich muss jetzt aber erstmal schauen, wo muss ich hin? Ah, diese komischen Grasdinger, die kommen nicht nochmal wieder, so wie das aussieht, wa? Du da, du da. War ich da oben auf der Fläche schon? Das ist eine Haltestelle, habe ich die schon freischalten? Ja. Komm her hier. Nee, die habe ich noch nicht freischaltet. Und schon wieder eine Goldfee. Leute, lass mich mal durch. Ich habe doch gesehen, hier war irgendein Vorsprung. Ich muss gucken, dass hier nicht noch mehr Gras rumliegt. Ich gehe mal davon aus, hier lang. Na, komm. Bin ich jetzt hier noch richtig oder ist? Ich eile hier irgendwie in der Gegend rum. Bereit für den Kampf! Ja! Bringen wir es hinter uns! Okay, das war's! Das war's! Oh, dann gleich mal hier umschauen. Oh, Piepmatz, komm her. Din, 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 din. Schrein, wo bist du? Hier ist noch eine Hütte? Aha. Ach, das wäre denn hier ganz oben. Lass mich schon mal hier vorbei an euch. Na komm, Analyse. Macht bloß nicht so eine bescheuerte Tastenkombi. Haltet das einfach, bitte. Wäre echt nett. Viereck, Viereck, Dreieck, Dreieck, Kreis X, Kreis X. Oh Gott, warte mal. Also vier Viereck, Dreieck, Dreieck, Kreis X, Kreis X. Oh Gott, das will. Okay, komm. Probieren, jeder muss stehen. Viereck, Viereck, Dreieck, Dreieck, X, Kreis. Perfekt. Ich habe den Kristall analysiert. Sehr beeindruckend. Es wirkte für mich, als würden du und der Kristall miteinander kommunizieren. Naja, wenn du das sagst. Nee, von wo bin ich denn jetzt gekommen? Wo geht's denn hier hin? Hier komme ich bloß runter, oder was? Aber hier oben war ja auch gleich noch ein Turm. Mal schon mal hier rumkrauchen. Na, komm, Kumpel. Dann wollen wir die Krepels hier ausweichen. Hab jetzt keine Lust auf den Kampf.
Voll die Ruine hier. Wo ist denn der Turm? Bin ich gerade blind? Ach, da ist der Turm. Ich stehe voll davor. Ja, hier sehen. Ah, na, okay. Erstmal noch die Krebel hier wegkloppen. Alles geben! Und tschüss! Oh, hat der mich einfach. Ein Baron-Spezial! Was soll der Scheiß? Da! Super! Los geht's! Jetzt geht's zum Angriff! Und los! Jetzt der Angriff! Keine Gnade! Keine Gnade! Na, war ich gut oder was? Ja, ja, jetzt lob dich mal nicht so sehr in den Himmel. Dün, 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 dün. Ey. Hallo, Leiter. Oh, ein bisschen Grafikfehler hätte ich behauptet. Na, wie viele kommen jetzt hier? Komme ich hier noch höher hoch? Ja. Jetzt doch bestimmt wieder ein paar Mokri-Medaillen. Ach so. Und wieder runter. Oh, ihr muss ja den kleinen Kampf sind. Warte mal, mit Choco rumrennen. Das ist immer ein bisschen besser. Für eventuelle Hasenverstecke. Also, das Türmchen da oben. Das könnte doch dann bestimmt für die Protosubstanz sein, wa? Oh ja, auf in den Kampf! Mhm, naja, komm. Seltene Walmon-Spezies. Gedankenverzeichnis auf. Die besondere Färbung dieser Spezies soll wohl eine abschreckende Wirkung auf Feinde haben. Im Vergleich zum normalen Spiel ist dieses Ungeheuer um einiges angriffslustiger. Jede Wolke kann nicht schaden. Nicht übertreiben. Jetzt hab ich ja das. Es vor der Errichtung des Makoreaktors in dieser Gegend noch nie ein Walmon gesichtet wurde. Aufgrund seines ungewöhnlichen Aussehens dachte man damals, es sei ein Menschenform. Die Gerüchte sind so hartnäckig, dass es sich bei Walmons Umfang um Vergiftete handeln würde. Diese Behauptung hat die Doch es steht außer Frage, dass die Auftauchen im Zusammenhang mit dem Bau des Makoreaktors steht. Din, 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 din. Sie müssen die Spiel unbedingt genauer unter die Lupe nehmen, um mehr über ihre Herkunft zu erfahren. Alles geben! Schockanfällig bitte machen! Dann übernimm! Jetzt noch! Oh, der Ritter hat's noch nicht! Super! Los geht's! Jetzt springt doch nicht ständig um alle weg! Ich bin bereit! Mit mir legt sich keiner! Festhalten bitte! Ja. Jetzt geht's rund! Warum werden die nicht schockanfällig? Das macht mich irre!
Zieh dich zurück. Keinen Kopf. Jetzt gebe ich alles. Finis. Finis. Tschüss. Naja, dann mache ich das auch später. Nächstes Mal steht der Abschluss der Mission an. Tja, versteht's wohl nicht, warum das jetzt nicht so geklappt hat. Vielen Dank für diese großartigen Kampfdaten, Cloud. Ich werde sie sofort in meine Datenbank einspeisen. Damit werde ich dir in Zukunft noch fundierter Auskunft geben können. Diese Daten sind viel zu wertvoll für so einen Zweck. Wieso das denn, Spielverderber? Ich habe aus den Daten bereits eine Kampfsimulation erstellt. Wenn es deine Zeit erlaubt, dann kannst du sie dir gerne ansehen. Ja, ja, viel, viel später. So. Ich war ja auch noch so eine Marco-Quelle, wa? Ja, war ja nicht so weit weg. Dün, 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 dün. Müsste ja eigentlich hier gleich sein. Oder vielleicht auch doch nicht. Ach komm, jetzt bin ich ja ruhig mal nur das Ding da. Okay, jetzt bin ich mal. Hier runter oder wie? Na komm. Lebensquelle. Na, hier fehlt auch schon eine Million Mai. Macht hier den Spaß. Nein, müsste sich doch dann auch nochmal einen Kampf freischalten. Ja, muss ich die letzte auch erst finden? Ja. Na gut, okay. Manchmal hat sich ja schon eher freischalten. So, okay, das haben wir. Ich muss selber mal schauen, wo ich da hin. Okay, da ist noch so ein Quellending. Gut, 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 gut. Dann wollen wir doch da mal auch noch hin. Was hat jetzt hier Quellmacht? Ist das jetzt schon hier? Ja, auch eine Höhle, schön. Ja, zack. Hä? Ach, die hatte ich schon. Wo bin ich denn jetzt hier falsch abgebogen? Ach, das andere ist ja kein... Ah, ich sehe schon unten. Sieht aus wie eine Höhle. Ich sehe gar nichts. Ah, okay. Gut, machen wir den letzten, oder? Ach, Mensch, Vogel. Oh, na komm. Jo. Was hat denn der Vogel für ein blödes Problem? Geh weg, stoß mich im Bild. Kreis, XX, Viereck, Viereck, Dreieck, Dreieck. Gott, jetzt wird er aber, jetzt wird er nervig. Kreis, XX, Viereck, Viereck, Dreieck, Dreieck, Kreis. Oh Gott, das will. Kreis, XX, Viereck, Viereck, Dreieck, Dreieck, Kreis. Oh Gott, das will. Ich hasse sowas. Kreis, XX, Viereck, Viereck, Dreieck, Dreieck. Ach, verdammt. Ach so, viel weiter unten. Ups. Ja, komm, komm, komm.
Kreis, XX, Viereck, Viereck, Dreieck, Dreieck, Kreis. So eine doofen Spielereien hier. Kann mich jedes Mal aufs Neue aufregen. Odin abgeschlossen. Olli! Mit deiner Hilfe konnte ich die Analyse aller Kristalle aus der Nebelregion abschließen. Danke. Odin wird dir sicherlich als mächtiger Verbündeter dienen und deine Gegner ins Reich der Toten verbannen. Oh, aber dir fehlt noch die entsprechende Materie, wie ich gerade sehe. Versuch dich erstmal im Simulator am Kampf mit der Espa. Ja. Zack. Ein bisschen Gemüse mitnehmen. Schönes Gemüse sammeln. Macht er. Ja, das habe ich vorhin schon ein paar Mal gesehen gehabt. Zack. Ah, dann müsste ich doch aber jetzt denn noch hier den Regionskampf freischalten, wa? Perfekt. Guntra Terrasse. Gute Neuigkeiten, Cloud. Die Lebensquelle enthielt Informationen über ein sehr seltenes Ungeheuer. Und zwar über den Nistplatz des Königs Montisaurus, der den Luftraum über der Nebelregion unsicher macht. Er scheint sich schon mehrere der Schwarzkutten geschnappt zu haben. Du musst ihn aufspüren und unschädlich machen. Ja, war mir schon klar. Geheimnis, die einsame Insel. Da bin ich ja voll schon mal Verweiflung, wa? Gut, aber hier sind ja... Kann ich den Turm hier... Oh, Hasen. Okay, da sind die Schwarzkotten. Da will ich jetzt nicht hin. Ah. Genau so, ich will nur den Turm aktivieren. Da hinten war doch noch Smokrihaus, wa? Wenn ich mich nicht täusche, das habe ich der Klumpen vorhin schon mal gesehen. Okay, noch ein Kampf und eben am Mogrihaus. Schön, dann habe ich ja das Gröbste schon wohl abgeschlossen. Oh. Ja, warte, Vogel, komm her. Was schon wohl ein Hasenversteck? Wie viele von den Dingern gibt es denn, Mann? Und denn sowas Geiles wie Mithrilerz. Oh, machen wir hier unten. Ist ja noch eine ganze Ecke. Der Hafen von Nibelheim. Ja. Aber jetzt irgendwas Besonderes gibt es hier nicht, wa? Das ist einfach nur der Hafen. Shinra wird bei den Lieferungen immer geiziger. Aber die werden bestimmt irgendwann doch auch mal noch eine Bedeutung haben, die Hafen. Man hat zwar überall bis jetzt eh gesehen, aber
Welchen Nutzen hatte der ganze Spaß hier noch nicht? Din, 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 din. Na. Oh, zack. Nice. Ah, gut. Was soll ich hier mitgenommen? Ach ja, na, stimmt, das Mokehaus, Mensch. Fast schon wieder verpeilt. Oh, bitte sag mir nicht, dass ich hier jetzt nochmal dieses blöde Fangspiel machen muss. Hatten die nicht eigentlich gesagt, es gibt nur 6 so eine Dinger? Gefühlt habe ich schon sonst wie viele davon immer. Hilft dem Mogri, aber ich das schon wieder lese. Können wir dann nicht mal was anderes machen? Stufe 7 vor allen Dingen. Ja, ich hätte es noch bescheuerter gemacht. Auf Hilfe, Kubo! Oh, das ist fies. Das ist gemein. Oh, alles Ekel. Oh, scheiß Bananen. Jetzt fliegt doch aber auch in die Richtung. Gut, einer. Wo sind denn jetzt hier die anderen? Hä? Din, 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 din. Die schießen im Fuzzi sind Kacke. Was ist da jetzt nicht hier drin gelandet ist? Oh. Ich krieg einen Anfall. Oh nein. Jetzt fliegt aber auch hin. Komm. Ja, Velo ist ja noch hin. Oh, ich habe ja nur noch eine Minute. Huch. Ja, Hauptsache hier mit Bomben rumschmeißen. Es ist fies, fies, fies. Wo ist der hin? Oh, ich hasse dieses Spiel. Ja, genau. Und dennoch verkackt. Nur Zeit, die jetzt eh nicht riecht. Weil sehe ich hier 3. Sag mal, wie viele von den Viechern sind immer das? Wo war denn der jetzt geschossen hat? Nein, mach nicht wieder zurück, blödes Vieh. Hört ihn. Das ist irgendwie den ja. Hört. Nummer 2.
Na, ja, hol ihn. Oh, oh, oh. Okay, das war jetzt easy. Jetzt brauche ich noch den letzten, ne? Mann, der. Und der Jens hinten. Nee. Blöde Bananenkacke. Mann. Da lang, nicht die Richtung. Blödes Vieh. Oh, wie komme ich da jetzt wohl noch hin? Nee. Was? Oh. Lach da erstmal eine Banane rum. Na, oh, hier doch. Vielen Dank, Kubo. Scheißspiel. Vielen Dank, Kubo. Jetzt sind endlich alle 7 Mogri-Läden wieder geöffnet, Kubo. Muck und Muck wollten der Welt damals Freude bringen. Daher haben sie die Läden eröffnet. Es war ihr Traum. Und ihre Kinder und Kindeskinder haben ihn fortgeführt. Das ist doch Kubo-Kubo-tastisch, nicht wahr, Kubo? Irgendwann können dann meine Kinder die Läden übernehmen, Kubo. Ich hab's, Kubo. Im Namen aller Mogris möchte ich dir unseren Dank aussprechen und dir ein besonderes Geschenk zukommen lassen, Kubo. Kubo? Ach nö. Jetzt? Okay, jetzt stehe ich hier dumm rum oder was? Hallo? Ach, ich soll jetzt fliehen? Okay. Na, der fällt doch mit Sicherheit drunter. Kupo! So ein Käse. Kupapa! Schön. Oh. so ein Käse. Nicht übel. Kupo. Hey, dann könnte das ja sein, dass Nibelheim hier gerade auch die letzte größere Region war. Wenn das hier jetzt quasi abgeschlossen ist. Zusammen mit meinen Kindern ein Lächeln auf jedermanns Gesicht zaubern, Kubo. Raritäten, Schätze. Ich habe ein riesiges Angebot, Kubo. Das musst du dir ansehen, Kubo. Naja, dann sei mal heier. Ah, komm. Irgendwas Nettes habt ihr ja eigentlich in der Regel immer. Okay, Medaillen habe ich mehr als genug. Eines Lustiges, wenn du das alles hier freischalten willst, dann musst du ja den ganzen Spaß spielen. Tolle Smaragde, Rubine, ja, das sind jetzt so Sachen, die finde ich da auch haufenweise. Stehe ich nicht, warum ich das hier einlösen kann. Ergibt für mich gar keinen Sinn. Aber nett, es heißt, du müsstest den Mokri-Blödsinn mal komplett abgeschlossen. Vielen Dank, Kubo! Schöne Sache!
Ich hatte doch noch einen Kampf offen, ne? Ja, ist er gleich da. Ja, Haltestelle. Dann kann ich doch zumindest noch den Kleinkram hier abschließen. Wie sieht's leveltechnisch aus? Naja, komm. Nochmal kurz die Route. muss der Kampf hier nicht? Ja, bin ich irgendwo falsch abgebogen? Der muss doch hier eigentlich Sinn machen. Piepmatz, komm mal her. Ah, okay. Na, warte mal, hier werden wir nebenbei noch ein bisschen was von dem Zeug hier mitnehmen. Also irgendwie Leuten lang. Gut, machen wir. Was? Nummer satt? Oh, müssen wir kämpfen? Ja, ich denke bestimmt. Wo ist denn der blöde Wurm? Naja, komm gleich drauf, ja. Aber alles sind hier geführt gegen Eis. Hier, also hier war das. Oh, Schockanfälligkeit, diesmal hat es mal geklappt, schön. Sauber. Missionsergebnisse. Schön. Die Kampfaufträge für die Nibelregion sind hiermit abgeschlossen. Sicherlich auch dank meiner guten Führung. Du meldest dich eindeutig zu oft zu Wort. Ich werde deine Sprechfrequenz rekalibrieren müssen. Hast du das gehört, Cloud? Das ist ein Eingriff in die Redefreiheit. Natürlich. Auch dieses Mal ist es mir übrigens gelungen, eine neue Kampfsimulation zu erstellen. Sie kann sich wirklich sehen lassen. Also schau sie dir unbedingt an. Naja, kannst du erstmal nicht stumm bleiben mit deinen Simulationen. So, habe ich jetzt das meiste eigentlich alles weg, wa? Ja doch, der große Kampf, mache ich den denn noch? Nein! Die Zeit drängt! Ja! Ja! Tschüss! Ja, Cloud, hier mach mal ein bisschen heile. Übernimm du. Jetzt hab ich dir das Sagen. Jetzt immer rauf da. Jetzt hat Cloud sich wohl nicht heilt, du hast Mann. Ich durchlöcke dich wie ein Sieg. Ich seh dich. Yes, Feierabend. Oh, warte mal, ja. Wo ist der Vogel? Vogel, noch mehr. Nein, ich will bloß langlatschen jetzt. Lass mich in Ruhe. Oh, schwuler Hasen. Zack. Ich höre jetzt schon an diesen ganzen Hasen verstecken insgesamt eigentlich gesammelt, aber schön nicht ans Ohne.
Oh, mache ich hier noch den großen Gebietsgegner? Und dann könnte ich ja das Video eigentlich auch für heute abschließen, oder? Reicht ja auch irgendwann mal. Komm. Ein Rubin. Oh, ich muss zur großen Insel, oder? Ach, schon wieder Hasen. Auch hier fühlt hier auf jede 3 cm hier. Aber willst du ja auch nicht liegen lassen, ne? Welche Insel waren das nochmal, die da ganz hinten war? Komm. Nein. Klaus denn? Es fliegt doch. Oh, der kann sich in der Luft so übelst beschissen drehen. Ich bin gleich irre. Na geht doch. Warum denn nicht gleich so? Jetzt muss ich aber erstmal schauen, welche Insel waren das jetzt? Ach, die da drüben. Na warte, ich muss sowieso noch mal heilen. Oh, komm, bevor wir uns den großen stellen. Schön. So, wo ist Vogel? Da ist Vogel. Okay, hier ist noch ein riesen fetter Platz. Kann man ja kaum verfehlen. Na, dann ziehen wir uns den Fightmann noch hier zum Abschluss drin, ne? Cloud, wir sind im Habitat des Königsmontisaurus angekommen. Es handelt sich um einen ernstzunehmenden Gegner. Hier ist größte Vorsicht geboten. Naja, könnte ich mir schon denken. Ist ja meistens so. Gibt es noch irgendwas Schönes zu finden? Na, anscheinend nicht. Na, dann rufen wir uns den Riesenochsen mal, wa? Ich hoffe doch, wir schwören. Königsmontisaurus identifiziert. Kann ich schaffen. Blitz. Nichts überstürzt. Hier kommt man. Meine Fresse. Jeder Montisaurus kennt seinen Platz in der Rangordnung sehr genau. Und der größte und stärkste von ihnen kann zum König werden. Ja. Dieser wird ein König von seinem Angriff. Der Montisaurus ist stets allein unterwegs. Leider gibt es noch keine bestätigten Untersuchungen über den Grund für dieses Einzigartige. Doch es wird vermutet, dass nur so ein geeigneter Nachfolger heranwachsen kann. Vielleicht müssen uns ein paar Kampfdaten dabei helfen, dieses Rätsel zu lösen. Kannst losgehen? Lass mich mal. Aufgepasst. Komm, die Ordnung bleibt. Genau so. Jetzt stehe ich hier mit einem Feuerring, das ist nun falsch. Ja! Du bist am Zug! Ich bin dran! Jetzt hat's! Hier komm ich! Festhalten bitte! Okay, sind da! Ich muss selber erstmal hier ein bisschen. Verziehen! Ja! Und da, hör! Okay, und Synchro.
Nee, nee, erst mal das. Ich mach das. Wow. Oh, okay. Der kann mich einfach mal komplett one-hitten, oder ist? Na, schönen Dank. Ja, ich könnte mit einem Anhänger oder irgend so Quatsch. Könnte ich mich nochmal wiederbeleben lassen, oder? Mal kurz gucken, wie war denn das? Ist das ätzend. Wie war das? Wie war das? Ihr habt doch hier so eine Überlebensanhänger. Ach nee, halt. Da muss ich ja hier bei Talismane gucken. War das der hier? Belebt im Kampf einmal automatisch wieder. Ja, komm. Das machen wir mal. Nanu. Nee, halt. Hä, bin ich schon blöde? Wo ist denn jetzt? Ach, sowas Nervendes. Ich hoffe, das funktioniert doch jetzt, was ich mir hier ausdenke. Komm, und nochmal. Okay, ich hoffe, der Scheiß funktioniert jetzt. Das war's! Wie schmeckt dir das? Nimm das! Ich zähle auf dich. Auf Onkel Barrett ist verlassen! Jetzt schnallt's! Ist doch nicht! Ich geschieht noch ein Wunder! Oh ja, jetzt hätte er. Wie schmeckt dir das? Das hat funktioniert, schön. Verzieh dich! Ja! So lang, Cloud! Ja! Ein Spezial! Ja, ich brauche Heilung. Kannst du übernehmen? Ich regle das. So. Ist das? Ja? Mit mir legt sich keiner an. Na, wir brauchen alle Heilung, scheiße. Zieh dich zurück. Der macht das ja schon immer noch. Scheiße, 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 scheiße. Und tschüss. Ja. Übernimm du. Roger, ich übernehme. Nee. Los, dreh voll auf! Kraft! Nimm Hit, er zahlt. Ich hab voll unsere Chance. Komm schon! Ich gebe alles! Da geht noch was! Gott sei Dank! Puh, dann hat jetzt aber hier ein paar Anläufe gedauert schon. Ja, der Spaß hat aber jetzt eine ganze Weile gedauert.
Und ich musste meine komischen Ohrringe dafür benutzen. Mann, oh Mann, oh Mann. Dass es jetzt nochmal so nervig wird, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Aber schön, so habe ich das soweitgehend aber auch erstmal beschlossen. Das Gedöns hier. Und damit würde ich das dann eigentlich auch für heute dann erstmal abschließen. Und beim nächsten Mal jetzt mit der Protosubstanz weiter. Ich weiß ja auch nicht, sitzt hier noch irgendwie großartig was. Ich meine, hier solche Spielereien, das mache ich dann mal so offscreen. Ja, jetzt eigentlich denn Protosubstanz, war es nur noch. Naja, okay, noch der Bestia-Kampf. Also Odin noch freischalten. Joa. Mit Karten spielen, das mache ich auch so beiläufig. Alles klar. Gut. Dann sage ich an der Stelle dann erstmal Goodbye. Bis eventuell zum nächsten Mal.